Guten Morgen. Liebe Grüße aus, da steht's, Hinang. Und wir hatten jetzt einen faulen Tag. Genau, zu faul, weil mir war gestern total langweilig. Aber der langweilige Tag musste auch mal sein. Genau, der musste mal sein. Und dann hatte ich ein bisschen Videobearbeitung angefangen. Dann hat das Programm gesponnen. Dann musste ich nochmal alles deinstallieren und wieder installieren. Und habe mich gestern wieder aufgeregt. Wenn man mal lieber wandern gegangen hätte, da hätte man mehr davon gehabt. Und ihr natürlich auch. Ja, wir machen jetzt eine Wanderung zum Wasserfall. Ist nicht allzu lang. 2 Kilometer hin, 2 Kilometer zurück. Sind 4 Kilometer. Und schaut mal hinter uns das Alpenpanorama. Wir sind nicht weit vom Nebelhorn entfernt. Das Nebelhorn ist irgendwo in diese Richtung. Aber, also Oberstdorf auch, aber da fahren wir jetzt nicht mehr hin. Wir machen jetzt hier die Wanderung zum Wasserfall. Und dann mal schauen, wo wir hinfahren. Genau, wo wir übernachten. Also, viel Spaß. Wir nehmen euch mit. Ja. They say something. Still, I try to connect with you through your eyes. Ja, Filou? Du alter Kuhkotesser? Der Weg war nämlich voller Kuhkot. Also Kuhfladen auf dem Weg. Kuhkot, Kuhfladen. Und Filou wollte alles probieren. Ja, gab es nicht. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you, and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe, without you I'm lost. I'm lost, yeah. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I've failed. Da hinten ist das Nebelhorn. Das ist es. Das denken wir nicht, das ist das Nebelhorn. Weil das sind nur noch 6,7 Kilometer zu Fuß. Aber wir machen das nicht, es ist ganz schön warm. Wir laufen hier voll in der Sonne. Und wir gehen jetzt zu den Wasserfällen. Da sind wir auch gleich. Work it out. No, I know what is on your mind. I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Us, us. Can we work it? Nee, da unten nicht.
das immer vom Wasserfall. Hört ihr uns noch? Weil der Wasserfall ist recht laut. Aber schön. Super schön hier. Hat sich gelohnt. Ja. Hätten wir gar nicht gedacht, dass der so groß ist. Ja. Und hier ist es vor allem angenehm kühl. Im Gegensatz zur Straße hier hoch. Oh ja. Ist das schön. Und der Bilou kommt auch auf allen Vieren. Guckt mal. Das ist eigentlich gar nicht so sein Gitter hier. Ja, und jetzt musst du wieder zurück. Armer Hund. Und weiter geht's. Alle, die mal hier lang wollen, zu den Wasserfällen, lauft so wie wir die Straße hoch und dann hier den Weg runter, ist auf jeden Fall besser. Also für uns war es angenehmer und wir sind ja noch nicht ganz unten. Also Straße und dann hier den Weg am Wasserfall entlang. Ja, die Runde zum Wasserfall ist jetzt zu Ende, zum Hinanger Wasserfall, und unsere Fahrt führt uns weiter
vom Wanderparkplatz über Schöllank, Fischen im Allgäu nach Obermeißelstein auf den Wohnmobilstellplatz. Hier ein kleiner Blick in Fischen vom Bahnübergang auf den Fluss. Und auch die Spatzen, denen ist es warm und die verstecken sich unterm Wohnmobil und nehmen ein kleines Sandbad. Und wir machen jetzt eine kleine Radtour vom Stellplatz weg in Richtung Fischen im Allgäu. Zuerst geht's aber auf eine kleine Kapelle im Oberdorf von Obermeißelstein. Die Kapelle? Wo ist denn die Kapelle? Siehst du die irgendwo? Ach, da ist sie. Wir sind zurück. Ja, und eigentlich wollten wir euch noch die Kapelle von oben zeigen, aber die Drohne, die wollte nicht mehr so wie wir wollten und hat ihren Geist aufgegeben. Deswegen geht's für uns weiter mit dem Rad Richtung Fischen. I wanna cry, but keep on smiling. Trying to be brave when I'm in the dark. So richtig da, wie fotografieren mich. Radwegen, wenn die alle so gut ausgebaut sind.
können wir morgen schön rund Rundtour machen. Und da kommen wir schon wieder an, am Wohnmobilstellplatz in Obermeißelstein. Unsere kleine Erkundungstour an dem Abend ist erfolgreich beendet. Es waren so circa 10-12 Kilometer, die wir jetzt gefahren sind. Und wir lassen den Abend schön ausklinken. I'm so tired, darling. Und gehen hier im Wiesenstadel noch schön essen. Hier noch eine kleine Zusammenfassung von unserer Radtour von Obermeißelstein nach Fischen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und wir würden uns über ein kostenloses Kanalabo von euch freuen. Bis dahin, bleibt gesund. Eure Sylvia und euer Falk.